Hallöchen, Papöchen, liebe Freunde, wir zeigen heute mal wieder ein Spiel, das heißt Monopoly Geheimtresor. Es ist wieder das klassische Monopoly-Spiel, nur mit ein, zwei kleinen Veränderungen. Ich hoffe, ihr könnt Samantha verstehen, das Mikrofon ist ein bisschen weiter weg, bitte. Soll ich erklären? Ja. Also, ja, wir haben jetzt hier den Tresor. Also Du es musst gibt. lauter reden. Das ist gut, das funktioniert. Okay. Funktioniert das Ja. alles? Sieht so aus. Okay. Das schlägt aus. Also es geht eigentlich fast wie ganz normal Monopoly fast. Außer wir haben hier da den Tresor. Den müssen wir halt in dem Punkt öffnen, um auch Geld zu verdienen. Logischerweise, wenn man halt Geld verdient, weiß man halt eigentlich. Ja, den Tresor darf man versuchen zu öffnen, indem man entweder auf so und solchen Feldern kommt. Warte, so, da. So dieser das Vorfeld. Oder in den Karten, die hat so eine Karte halt bekommt. In dem Tresor ist drinne ein Hotel, 400 Dollar und ein Dollar oder Schlüssel. Monopoly-Geld oder ein Schlüssel. Und hat man den Schlüssel, darf man sich einer von den Feldern aussuchen, wo den man aufwachen müsste. Also ganz Prinzip. Hier vorne ist die Sache, man darf sich immer eine Zahl aussuchen, Das ist die, die hier steht. die man, genau, das Teil ist da, das ist die 2, da die 3, wenn ich Und da so rauf bin, weiter. nehme ich die 4. Erst wenn der Tresor geöffnet ist, darf man den Knopf Ne, wieder zu. den drücken. Dann Also darf man wenn er den Knopf geöffnet wieder wurde. zumachen und dann darf Dreimal. man Dreimal drücken. dreimal drücken und da hat man ein neues Zufallsprinzip, wo die nächste Zahl wieder steckt, um den wieder zu öffnen. Der wird dann wieder befüllt und dann gibt es auch kleine Sachen wie hier, tu wieder was in den Tresor rein. Das wussten wir nicht, das war gestern nicht so klar, das habe ich jetzt erst gelesen. 200 Am Tresor an die Bank. Das ist an die an die Bank. Bank. Ja, das ist aber ein Tresor. Mausi, Bank. pass mal auf. Den Tresor. Ich weiß ja gar nicht, wie wir. Ja. Ja. So. Also jetzt mal als Beispiel. Ich werfe jetzt mal da zum Beispiel das oder halt. So. Jetzt muss ich in die Richtung drehen. Und ich versuche jetzt einfach mal die Zahl, die 6. So jetzt einfach mal. Und? Geht Hat nicht. nicht geklappt. Jetzt sind Die natürlich. vier, ich mach die vier. So. Du bist jetzt dran und denkst, das ist der 4. Ah, auch nicht. Das sehe ich jetzt auch nicht. Jetzt trat ich nochmal und ich denke gerade, ich nochmal, das ist die 5. Es ist die 5. Ich sag nochmal, dann drück und dann passiert das. Ja, und wenn wir jetzt diesen Knopf drücken, ist wieder ein neues Dann, Trüffelchen. dass Ja. man irgendwelche rausnimmt, wird neu befüllt. Mach hinzu und jetzt 1, 2, 3 Warum dreimal, weiß ich und nicht. jetzt. Geht wieder nicht. Okay. Geht nicht. So, jetzt müssen wir wieder aber neu machen. Weil jetzt weiß man schon, dass die 5 das nicht ist. Weil wir wollen gleich noch eine Runde spielen, aber das machen wir ohne Video. Ja. Könnte lange dauern. Ach Die so. Häuser, die haben wir hier reingepackt, in so einer Dose. Bei den Hotels. Das Geld haben wir in so einer Dose reingepackt. Und jetzt machen wir auch kleine Bewertungen der Sache. Samantha fängt an. Das Geld ist leider sehr klein. Erstens, das sind keine richtigen Scheine. Es ähnelt nur zu 1% an echtes Geld. Monopoly hat ja noch immer noch so halb echtes Geld. Und ja, es ist ja einfach nur Papa. Ja, das Spielprinzip, das heißt, man hat hier so ganz kleine Dinger stehen. Das Spielprinzip finde ich sehr schade, dass man hier nicht Aber mehr mit Scheine man kann die aber auch runter. schnell verlieren. Ja. Du nimmst hier mal gleich das ganze Negativ, man verliert immer alles. Eigentlich verliert man ja nicht immer alles. Kann aber sein. Ja, mir ist ja eher das Geld rotieren, Ja, auch. dass man Scheine in der Hand hat. So, das nächste Negative sind die Spielfiguren. Ich vermisse das eiserne metallische, schwere Gusseisen oder was die Dinger bestehen. Das ist nur noch Plastik. Aber wirklich sehr, sehr dünn.
Zeig mal. Sehr dünnes Plastik. Moment, gar nicht. Da. Nein, Ab. na. Aber. Hier. Aber ich glaube, das Schlechteste ist wirklich das Geld. Man rotiert hier nicht mehr mit Geldscheinen rum, wie was Monopoly, wie hier auf den Bildern immer so schön aussah. Nee, man hat so eine Handvoll Karten. Man hat hier einfach nur so Karten, da hat man den hier liegen und ja, warte mal, ich mach da mal. Ich bitte euch, liebe Monopoly-Hersteller, was habt ihr euch denn daran gedacht? Ich meine, das Spiel ist 35 Euro wert und dann hat man nur noch sowas. Da vermisse ich doch das Spiel. Da sollte man sich doch überlegen, ob man nicht. Man hat ja genug Monopoly-Spiele, besonders Bier, liegen, ob man nicht das nun alte Monopoly-Geld nimmt und dann das ein bisschen falten tut und dann hier rein tut, das Monopoly-Geld zum Beispiel. Oder auch die Spielfiguren einfach zahlen, dass du und gewonnen Bahnhöfe gibt es auch nicht mehr, ne? Bahnhöfe gibt es auch nicht mehr. Dafür ist der Tresorversuch. Das ist jetzt der Bahnhof. Aber ich finde das gar nicht so schlimm jetzt. Was? Das kann kein. Nein. Nee, das ist auch das neue Spielprinzip, ne? Was? Guck mal, wenn du aber das da siehst. Hier alles Silber, Silber. Das ist aber alles nicht vorhanden. Das ist alles nur Schrott. Zwar kann man auch die Spielfiguren auswechseln, aber es ist ja nicht immer das Gleiche. Ja, weil die wieder anders aussehen, ne? Versuch, zumindest die Ente nicht. Der Hut ist, glaube ich, auch nicht anders. Doch. Doch, da vorne doch, ist ein Tresor drauf. Ja. Manchmal, ich habe mir das so gut erkannt, aber hier das Auto hinten. Auch immer noch so Geld. So, das Video geht, glaube ich, lange, lange noch da. Wir wollen das auch loslegen mit Spielen und damit werden wir uns verabschieden. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall auch die negative Sachen von Spiel zu hören. Und das ist wirklich das Geld. Ich weiß gar nicht, die Hotels sind aber normal. Die sind ja, das ist okay. Das sind immer Plastik. Es ist okay, aber. Vorher waren noch Gewicht, aber jetzt sind die optisch, allein. Es geht auch ein bisschen um optisch, auch das Geld. So, Wiedersehen, damit wollen wir sagen, wir sind nicht Pixel, Foxys, Game over.